weiß gar nicht, wie ich das Video anfangen soll. Ich möchte mich einfach... Wofür wollt ihr euch entschuldigen? Dafür, dass man einen lächerlichen Traum träumt? Dass man fremd geht? Mann, es ist nur ein Traum. So, und solange man nicht in der Wirklichkeit, also das im Alltag nicht denkt und was, und es einfach nur träumt, dann ist doch nichts Verwerfliches, denn man kann doch auch echt ein Theater machen. Was stimmt mit euch nicht? Seit wann entschuldigen wir uns für Träume, was man im Schlaf träumt? Dass man vielleicht ein Furz quersitzen hat und den aus irgendeinem Grund den ablässt durch eine blöde Bewegung. Müssen wir uns jetzt dafür auch entschuldigen? Müssen wir uns jetzt dafür entschuldigen, dass wir jetzt leben? Oder dass wir Gefühle haben? Müssen wir uns jetzt dafür entschuldigen, dass wir Hunger haben? Für was in Gottes Namen sollen wir uns auf dieser Welt noch entschuldigen? Für was noch? Darf man vielleicht noch normal leben? Ohne diese verdrehte Scheiße. Ich finde nicht, dass man sich dafür entschuldigen muss. Klar kann man es dem Partner oder der Partnerin erzählen, wenn man von jemandem träumt, mit dem man vielleicht GV hat. Ja? Aber es sind immer noch Träume, von denen man nachts träumt. Und ich sage halt immer noch, solange man diese nicht in der Tat umsetzt und man einfach nur träumt, vielleicht sollte man auch darüber nachdenken, wenn man sowas träumt, dass vielleicht etwas auch in der Beziehung fehlt. Weil das ist auch ganz häufig auch eine Ursache dafür, wenn man mit jemandem zusammen ist, dass etwas in der Beziehung fehlt, womit man nicht unbedingt glücklich ist und was einem fehlt. So sei es im GV-Bereich, nenne ich das jetzt einfach mal. Weil TikTok sperrt ja auch sehr schnell auch einfach, also ich weiß nicht, warum man dazu eine öffentliche Entschuldigung machen sollte. Es ist immer noch ein Leben, was man lebt, ja. Und natürlich hat man irgendwo auch im GV-Bereich natürlich auch Fetische oder auch Träume, was man gerne vielleicht mit der Partnerin oder dem Partner ausleben möchte. Aber der Trick dabei ist, das verstehen viele immer nicht, dass man vielleicht auch in der Beziehung drüber reden sollte, was man vielleicht auch mag oder welche Fetische man natürlich hat. Aber es gibt natürlich auch Menschen, mit denen kann man nicht reden, weil sie sofort auch alles kritisieren. Und die junge Frau, die neben dir sitzt, sieht mir nicht danach aus, dass man mit ihr reden kann. Mit einem verschränkten Arm sieht das sehr, sehr freundlich aus. Auch ihr Blick dazu. Ja, vielleicht sollte sie vielleicht mal den Stock aus ihrem Allerwertesten ziehen und vielleicht auch mal lockerer werden, weil die Zeit, in der wir alle leben, ist sehr, sehr hart. Einfach mal lockerer sehen und vielleicht auch mal offen sein für was Neues. Auch mal bereit sein, was Neues auszuprobieren. Weil, Calvin, du träumst nicht ohne Grund von einer anderen Frau, mit der was gehabt zu haben. Das ist oft nämlich der Fall, wenn was in der Beziehung fehlt. Und da braucht man sich nicht für entschuldigen, denn das sind menschliche Bedürfnisse. Aber ich wusste nicht, dass man sich seit neuestem sich für menschliche Bedürfnisse sich entschuldigen muss. Und sei es irgendwie, dass gefühlt ein Furz quersitzt und man den durch eine falsche Bewegung rauslässt. Ich verstehe nicht, was mit euch nicht stimmt. Was stimmt in Gottes Namen mit euch nicht? Was stimmt mit euch nicht? Darf man vielleicht noch leben oder wie sieht das aus? Darf man noch leben? Findet den Fehler, findet die Logik. Aber das scheint in den meisten Menschen, selbst auf TikTok, nicht mehr der Fall zu sein. Weiß ich nicht. Echt unfassbar, dass man überhaupt... Ehrlich, ich finde das peinlich, dass man überhaupt eine öffentliche Entschuldigung machen muss dafür, was man träumt. Also bei mir ist das ein bisschen anders, wenn meine Partnerin, mit der ich jetzt, also wenn ich jetzt eine Partnerin hätte und die würde mir sagen, du, ich träume davon, mit Mann XY was zu haben, weil mir das und das fehlt. Dann würde ich sagen, hier, komm her, Babe, lass reden. Was fehlt dir denn? So, lass uns zusammen hinsetzen, mal alles mal detailliert mal aufschreiben, wie und was dich stört oder was dir fehlt. Vielleicht können wir was daran ändern und vielleicht können wir auch was abstellen.
Das ist oft ein Problem, was viele Paare nämlich auch haben, dass sie nämlich nicht reden. Und birgt nämlich, und das ist nämlich auch, was viele nämlich dann auch nicht machen, warum es auch zum Fremdgehen kommt. Weil viele nämlich nicht reden. Das große Geheimnis einer Beziehung ist, dass man darüber redet. Und wenn es nicht zu einer Lösung kommt, dann muss man im Endeffekt, wenn es nicht zu Glück führt oder man nicht zu einem Nenner kommt, im Endeffekt, muss man dann letztlich die Beziehung beenden, weil man dann merkt, man hat hat sich auseinandergelebt irgendwo und man muss getrennte Wege gehen. So, sich mit den Problemen auseinandersetzen, machen viele auch nicht und tauschen lieber ganz, ganz schnell die Partner aus, weil es ja viel, viel einfacher ist, die Menschen auszutauschen. Und da kommt es nämlich zum nächsten Problem, nämlich, weil selbst wenn man nämlich die Menschen austauscht, geht es nämlich mit den Problemen an derselben Stelle nämlich weiter, weil man nämlich nicht an sich gearbeitet hat. Nun mal dazu.